caught behind Venetian blinds. So, jetzt haben wir schon mal alles abgebaut. Platz auch sauber verlassen, nichts liegen lassen. Kajaks gepackt, ordentlich vollgestopft. Ich habe sogar tatsächlich alles in die Luken bekommen diesmal, so dass ich nur die Weste und den Bootswagen oben drauf habe. Ja, und halt Ersatzpaddel. Ja, Thorsten muss noch seinen ganzen Kram oben drauf packen, weil er ja viel zu viel mitgenommen und viel zu große Säcke. Ja gut, Thorsten hat ja zum Beispiel das große Tarp noch dabei, was ich halt nicht habe. Dann halt eine Angel und ein bisschen Angelzubehör. Ja, und dann muss er ja natürlich jede Menge Wechselklamotten mit haben, weil er ja gute Ausgehklamotten in der Stadt anziehen will. Nein. Ja, auf jeden Fall Boote haben wir auch schon ins Wasser gelassen. Ging eigentlich auch sehr gut hier. Also so schlimm ist die Einstiegs- und Ausstiegsstelle ja gar nicht hier. Da haben wir an der Ems schon schlimmere gehabt. Ja, das Wetter ist, weiß nicht, ein bisschen ja, wechselhaft. Zwischendurch ist es sehr bewölkt und sieht nach Regen aus. Dann haben wir aber wieder Sonnenschein zwischendurch. Also ja, mal schauen, wie das Wetter heute wird. So, dann sind wir jetzt wieder auf der Loire unterwegs. Wir haben jetzt 10.20 Uhr ungefähr. Ich habe jetzt gerade nicht auf die Uhr geguckt, vorhin haben wir 10.10 Uhr gehabt. Ja, jetzt fahren wir gleich erstmal nicht so weit, sondern nur bis zur nächsten Stadt. Kommt so in 2 bis 3 Kilometer. Da will der Thorsten sich dann Käse und Baguette holen. Ja. Mal gucken, was es da noch so gibt. Ja, dann machen wir da kurz Frühstück oder so. Fahr mal vor, ich meine Rente dabei. Und ja, danach geht's dann weiter, ne? Und dann kommen wir ab Mittag, Nachmittag, kommen dann so die ersten schöneren Sandbänke. Ja, das sind die ganzen Störche, bei denen wir heute Nacht geschlafen haben. Die uns auch relativ in Ruhe gelassen haben. Ja. Jetzt sind wir mal an der Sohlschwelle, also an der wirklich extrem richtigen Sohlschwelle, die man eigentlich auch nicht befahren darf und soll. Ja, es sind natürlich schon extreme Wassermassen, die da runterkommen. Also, das kann man gar nicht so im Video sehen.
So Leute, im Hintergrund seht ihr, warum man diese Stelle nicht befahren sollte, die ich euch gerade gezeigt habe, weil diese mit ihrem Kanadier da durchgefahren und dem Hund dabei. Und ja, wie es auch kommen musste, wollte der Hund, oder beziehungsweise hat der Hund das Gleichgewicht verloren, die Frau wollte nach ihm greifen. Und ja, dann sind der Hund und sie drinnen gelandet und irgendwie halbe Kanadier voll mit Wasser. Er ist da schön fleißig am Schippen gerade. Ja, und die noch nicht mal Schwimmweste an und alles, ne? Ja, jetzt hören wir mal auf zu filmen, wenn sie sich auszieht. Ja, also nochmal, ne, falls hier mal einer fahren sollte nach Dijoux, kommen so Feldstufen. Nach so einer Insel, kurz nach Dijoux, kommt so eine Kurve und da kommen die Feldstufen. Also da sollte man, ja, also wenn man Wildwasser erfahren ist, sollte man, kann man es vielleicht befahren, aber alle anderen sollten da definitiv nicht runterfahren. So, jetzt fahren wir mal hier so einen Nebenarm rein und schauen mal, ob hier irgendwo vielleicht ein geeigneter Platz ist. Ja, da vorne ist so ein alter Jagdstand. Irgendwie komme ich mir gerade ein bisschen vor wie auf der Ems. ja, ich sag mal, schlecht sieht es hier nicht aus, ne? Auch mal ganz schön die Loire, die breite Loire mal zu verlassen. Ja, so schmal schön zu kommen. Ja, mal schauen, wohin uns die Reise führt. Ja, vor uns schwimmt so eine kleine Wasserschlange, aber so eine kleine Hüfte. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ja, krass. Ja, das ist schon echt eine gewaltige Kraft, die da eindrückt. Also, einfach mal kurz so in die Strömung reinfahren. Ist hier nicht so angesagt, aber da muss man schon ein bisschen ja, in die Paddel hauen. Ja, so hinter mir ist jetzt der Prallen. Ja, man erkennt gar nicht, wie hoch er tatsächlich ist. Also ich schalte nochmal um. Vorne sieht man jetzt den Thorsten. Also das ist schon echt gewaltig, also wie hoch das Ding ist. Ja, und was die Loire da für eine Arbeit geleistet hat, um das alles abzutragen. Ja, also die Suche ist gar nicht so einfach an einem vernünftigen Platz, weil wie man sieht,
Hier ist überall viel Stein. Immer. Ja, wir geben nicht auf, wir gucken weiter. Und irgendwann werden wir bestimmt was finden. Ja, also das Problem ist echt, einen vernünftigen Schlafplatz zu finden. Hier waren überall mal Sandbänke. Auch jetzt rechts haben wir an einer riesen Sandbank eigentlich vorbei. Problem ist nur, dadurch, dass hier ja immer wieder mal Hochwasser ist und so, man sieht es ja auch an den Baumleichen, die da drauf liegen, wird natürlich der Sand mit weggespült. Ne? Und ja, was liegen bleibt, ist dann meistens nur noch Stein. Ja. Und da möchte man natürlich nicht so unbedingt drauf zelten. Ne? Ja. Oder es ist halt alles zugebuchert. So dass man da gar nicht erst irgendwie hingehen kann, draufgehen kann. Ja, aber wir werden schon noch was finden. Wir beißen uns durch.